Wir, liebe Schwestern und Brüder, wir beten es oft im Wort der Psalmen. Was uns hier in den ersten Versen des Sirach-Buches nahegebracht wird. Den Menschen ist die Weisheit unterschiedlich zugeteilt. Auch die Kräfte, wie wir im Evangelium hören und wie es da offenbar wird. Gott spendet die Weisheit denen, die ihn fürchten. Die Furcht des Herrn, so singen wir Sonntag für Sonntag im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es ist nur anders ausgedrückt als in der Lesung. Wir sollten natürlich wissen, dass das nichts mit Furcht und Schrecken vor Gott zu tun hat, sondern eher Ausdruck unseres Respektes Gott gegenüber ist. Aber was heißt das? Was heißt das konkret? Es kommt uns Gottlob einer der Väter entgegen, einer der alten Väter vom Anfang des 6. Jahrhunderts, Barsanuphios von Gaza. Er schreibt Folgendes dazu. Besteht nicht das Prinzip der Weisheit darin, sich all dessen zu enthalten, was Gott missfallen könnte? Sich alles dessen zu enthalten, was Gott missfallen könnte. Und wie kann man sich enthalten, wenn man nicht vermeidet, etwas zu tun, ohne um Rat gebeten zu haben? Oder wenn man nicht vermeidet, etwas zu sagen, was man nicht sagen darf. Oder wenn man sich selbst nicht für verrückt, dumm, verabscheuungswürdig und wertlos hält. Sehr konkrete Anhaltspunkte, liebe Schwestern und Brüder. Die gehen uns natürlich richtig gegen den Strich. Solche Sätze wollen wir gar nicht mehr hören, weil wir uns selber ja so wichtig nehmen. Es geht nicht darum hier, und wir hören das natürlich heute psychologisch geschult, wie wir sind, auch wenn es nur Küchenpsychologie ist, aber immerhin, wir lesen Zeitschriften, wir hören Beiträge, also sind wir alle doch geschult, irgendwo sind wir ja alle Psychologinnen und Psychologen. Und wir wissen, dass solche Sätze uns eigentlich krank machen oder unsere Minderwertigkeitskomplexe befördern, und das soll ja in kirchlichen Kreisen besonders ausgeprägt sein. Um all das geht es nicht. Es geht um die richtige Ordnung Gott gegenüber. Die haben wir tüchtig verlernt. Und deshalb sind diese Hinweise des Barsanuphios von Gaza so hilfreich. Wir sollten sie nicht einfach abtun, wir, die wir ja nicht nur modern, sondern postmodern und dann demnächst postpostmodern sind. Wir wissen ja ohnehin alles besser. Und wir können besichtigen, wir müssen nur die Augen öffnen, wohin uns das gebracht hat. Kurz vor den Abgrund, ins Nichts. Es gibt Wege, die aus dem Nichts führen. Es gibt Wege, die uns zum Leben bringen. Dies ist ein solcher Weg. Die Furcht des Herrn, der Respekt vor Gott, Weisheit zu finden, Weisheit für ein Leben, das bleibt. Die konkreten Punkte sind die ersten Schritte auf einem solchen Weg.